Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sheltered. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dorothea ist eigentlich gut drauf, deswegen kann sie mal für Händler einen Funkspruch abgeben. Das ist so eine Standardsache mittlerweile. Und wir könnten hier mal was aufrüsten. Da brauchen wir nämlich Zement. Ah ne, hier. Metall, Scharnier und Rohr. Das machen wir mal. Türverbesserung Stufe 2. Und ich glaube in der alten Staffel bei Familie Kramer hatten wir es mal, Freunde, dass die, glaube ich, sogar an der Tür gescheitert sind und dann gar nicht reingekommen sind. Das ist ja meine Hoffnung. Wenn jetzt mal demnächst jemand kommt. Nein. Ah ja. Ah ja. Sehr gut. Na bitte, hat sich doch noch gelohnt. Schallplatte noch mit am Start. Und hatte ich schon probiert, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Naja, kennst mich doch. Das ist meine Hoffnung, wenn jetzt jemand kommt, dass wir dann mit diesen Türen werden wir jetzt ordentlich verbessern. Und hier noch 1,30, dann kriegen wir wieder ein bisschen was dazu. Ich glaube, oh, Blumenhändler, ne, Blumenhändler brauche ich nicht. Gregory, mein Freund, du bist voll beladen mit coolen Stuff. Das wollen wir hier nicht für einen Blumenhändler opfern. Oh, ach, jetzt müssen wir die einzeln aufrüsten. Das ist ja auch krass. Das finde ich krass. Aber egal, machen wir. Aha. Einzeln. Das ist, glaube ich, neu, dass man jede Tür einzeln da aufrüsten muss. So. Wir brauchen Motor, Zement und Metall. Alter Falter. Okay. Mittelgroßes Haus. Da bin ich ja gespannt, was wir hier jetzt drin haben. Habe ich ja schon wieder vergessen. So lange wie das Ding da schon am Rumrödeln ist, weiß ich das nicht mehr. Das geht noch. Der Rest dürfte nicht mehr gehen. Also, so ein paar Sachen schon, aber das hier nicht mehr, Alter. So. Och komm, geh mal schnell duschen, ha? Mit dem verunreinigten Wasser. Hey, Cynthia. Okay. Wer ist das? Der einäugige Donald. Na, ich lasse jetzt hier politische Anspielungen auf irgendwen, der Donald heißt. Das wäre jetzt zu billig, ha? Komischer kleiner Typ. Wir gehen. Freunde, wir gehen. Na. Klar, könnten wir, wenn wir wollten. Aber. Wollen wir nicht. Jemand möchte in Kontakt treten. Haben die dieses Fraktionsding vielleicht aufgehoben? Oder kommt das erst, wenn man alles entdeckt hat? Oder. Dass so einzelne Gebiete von einzelnen Fraktionen da beherrscht werden und man dann immer so auf große Gruppen trifft. Das war dann wirklich fies. Das war fies. So. Gregory ist der Sprecher und wir sagen dem Jeffrey ab. No? Intelligent sind die beide nicht, die Jungs. Aber schlagen sich ganz gut, finde ich. Für diese mangelnde Intelligenz. Ach. Oh, komm, da machen wir Platz für. Kaffee. Okay. Schallplatte. Aha, da gehen wir auch nochmal auf 5. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Zement haben wir gelernt, ist ganz cool. Zum Verstärken unserer Türen. Kaffee brauchen wir nicht unbedingt. Das wissen wir auch. Die Blumensamen schon mal gar nicht und Kunststoff jetzt auch nicht unbedingt und auch den Eimer nicht. Dann nehmen wir lieber, oh, weiß ich auch nicht, ja. Oder wenn, dann. Was finden wir häufiger? Ein Arm oder ein Bein? Weiß ich nicht. Ja, so. Erstmal. Ja? Gut, was macht Lisa? Lisa geht mal ein Buch lesen, anschließend sich nochmal am Sandsack ein bisschen austoben. Ja, und jetzt sind wir schon bei 35. Bisschen Sandsturm macht uns die Sachen kaputt. Wenn der Paul fertig ist mit Duschen, könnte er eigentlich mal
den Generator nachfüllen. Anschließend reparieren. Ach Quatsch. Was mache ich denn da? Ja, natürlich. Okay. Leder geht noch. Nahrungsmittel. Kaputter Fernseher. Finde ich schon. Sollten wir ruhig machen. Wobei wir mal gucken müssen. Wann die zurückkommen. Wenn die gleichzeitig zurückkommen und da haben wir noch kein Nahrungsmittelregal und so, dann wird es ein bisschen schwierig. Mittelgroßes Haus, da schleichen wir lieber mal davon. Und das Ding können wir auch nochmal reparieren. Oh. Recycling ist fertig, Freunde. Ausbeute einsammeln. Ja. Sehr, sehr gut. Was haben wir denn noch zum Recyceln? Das hier wollte ich doch mal. Genau, für Wolle und Nylon. Haha. Sehr gut. Und dann, ja, so ein Eimerchen für Metall zum Beispiel. Machen wir mal 5 Eimer rein, oder? Oder nicht? Doch, warum denn nicht? Ist schon okay. Den Putzeimer-Bug gibt es ja nicht mehr. Sheltered-Veteranen wissen, was ich meine. Aha, hier gibt es Verband und Klebeband. Okay. Gut, machen wir das mal. Dürfte ja nicht so lange dauern. 4 Minuten 30. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. So, wie sieht's aus? Okay. Sie könnte nochmal ein Buch lesen anschließend, finde ich. Dass wir da auch ein bisschen Abwechslung ins Training reinbringen. Ja, wie gesagt, Zement, Motor, Metall. 30 Metall vor allen Dingen. Ah ja. Das nehmen wir nochmal. Motor finde ich gut. Farbe finde ich gut. Kleidung ist immer gut. Nylon. Ha, Arm einer Schaufensterpuppe. Haben wir schon 2. Klebeband. Geht nicht. Okay, weil wir keinen Slot für Klebeband haben. Okay. Ja, dafür Schallplatten, Bücher. Haben wir eigentlich genug von. Kaffee. Okay. Ja, es passt so. So, dankeschön. Also wir könnten einen aufrüsten, ne? Wie viel Zement brauchen wir denn für ein Dingens? 2 Zement. Ah, bisschen Zement kriegen wir ja jetzt noch. Also wir könnten die ruhig aufrüsten, Freunde. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Mal ein bisschen Sachen hier raushauen. Wie sieht es denn hier mal aus mit der Effizienz? Ah ne, die Ventile wollten wir uns sparen. Das haben wir gesagt. Für genau hier die Dekontamination. Das wollten wir so machen. Dann sind wir nämlich mit Kontamination auf... Geht das noch? Ne, jetzt haben wir hier auf Maximum, genau. Mit der Kontamination auf Stufe 3, da sind wir schon ziemlich gut drauf, glaube ich. Das ist schon ziemlich gut. Intelligenz könnte sie noch erhöhen, die Lisa. Und wir haben ein Häschen gefangen, deswegen... Schlüpft der Paul mal in den Anzug und die kleine Dorothea ist auch noch gut drauf. Sehr gut. Ja, Falle entleeren. Haben aber noch 2-mal die Möglichkeit, aber hier fehlt Holz, um eine neue zu bauen. Das wissen wir ja bereits. Oh, gucke mal. Na, schade. Ah, ja, auch Holz am Start. Das ist gut. Hier haben wir noch Antistrahlungspillen. Schalter. Ich überlege angestrengt. Eimer weg. Und die Strahlung rein. Das können wir schon mal stacken, das ist gut. Rohr ist eigentlich auch nicht schlecht. Haben wir nämlich nicht mehr so viele. Sicherungen haben wir 49. Die lassen wir hier und nehmen lieber einen Schalter mit. Und Drähte brauchen wir nicht. Haben wir noch, kriegen wir gut. Entspannungsmittel. Statt was? Statt Farbe? Nein. Ich finde, wir sollten auch mal langsam anfangen, ein bisschen was zu malen. Wenn die denn mal von dieser wahnsinnig langen Expedition zurück sind, dann können wir auch mal was malen. Im Moment geht das noch
Gar nicht, nee. Keine Farbdose da. Ja, dann weiß ich auch noch nicht. Aber so wie beim letzten Mal. Also die erste Etage wird ein bisschen... Mag eigentlich warme Farben. Naja, da schauen wir, wenn es soweit ist. Kümmern wir uns um die Optik. Es geht schon wieder weiter, Freunde. Hier Funksprüche annehmen. Mal nicht in alte Muster verfallen. Den Bunker verdrecken lassen. Ja. Wolle geht noch? Jawohl. Nein. Jawohl, Wolle. Lustig. Nee, der Rest ist auch Quatsch. Neck, neck. Und? Was haben wir denn? Andrew will aber in den Bunker rein. Und da sage ich dir ganz klar, nein. Weil wir sind aktuell mit 8 Leuten wirklich 11 Leute? 15. Krass. 15 Leute im Bunker? Das wäre eine Herausforderung. Definitiv. So. Mhm. Zement, sehr gut. Holz, auch gut. Scharnier. Okay, 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 okay. Gut, ist ja gut. 50, 50, ja, ja, das passt. Alles gut, Lebensmittel werden gleich wieder aufgefüllt. Da sind wir aber auch gut dabei. Und wir haben ja insgesamt 59 durch das Fleisch. Trotzdem wir damit immer handeln. Ist auch okay. So, Paul, mein Freund. Hier oben haben wir alles repariert. Oh, das Bett ist mal in einem schlechten Zustand. Und zwar nicht das Doppelstockbett, sondern das Bett hier unten. Das weiß ich wohl, aber das nehmen wir hier nochmal schnell mit. Geht ja ratzfatz. Yep. Genau. Und dann widmen wir uns dem Bett da unten. So, hier wird geduscht. Das ist auch okay. Ist genug Wasser da. Kein Ding. Effizienz wäre natürlich auch nochmal nice, ne? Hier, mit 10 Gummi. Metall müsste eigentlich hier gleich fertig werden. So, was macht sie denn hier mal? Bisschen was lesen und ein bisschen trainieren. Na, noch jemand entdeckt, Lumi. Lass mal gut sein. So. Paul hat erhöht Stärke. Hier kommt jemand, der hoffentlich handeln will. Warum melden die sich schon so lange nicht mehr hier? Oh, was ist das denn? Schlechtes Gewissen. Okay. Also hier haben wir Stephanie und Cynthia. Stephanie und Cynthia. Die sind auf dem Weg zurück und... Ja, so wie ich es geahnt hatte. Die kommen fast gleichzeitig zurück. Von ihren Expeditionen. Ich bin gesund und tatkräftig. Ich suche nach Zuflucht. Ja, die ist gut. Die ist gut, aber... Nee, die verstehen unseren Funkspruch irgendwie auch falsch. Ein Missverständnis. Wir wollen Händler, keine Rekruten, Freunde. Kann nicht so schwer sein. Ach Mann, schade, dass wir noch keine Dusche bauen können, keine zweite. Wenn jetzt echt 4 Leute gleich zurückkommen. Ach. Jetzt ist es sackig hier, oder was? Hast du gesehen? Sag mal. Die ist ein bisschen böse, ne? Hat die uns den Sauerstofffilter da zerrumst? Also, das gibt's doch nicht. Finde ich nicht gut. Aber weißt du, da stehe ich drüber. Ich ärgere mich, aber ich bin nicht nachtragend. Blöde Kuh. Naja, ist ja in Ordnung. Soll sie machen, aber wer sowas macht, der... weiß ich nicht, ob die nicht auch als Psycho hier dann in unserem Bunker
geendet wäre und alle erschlagen oder so mit ihrem Hammer. Das wäre ein Massaker geworden. Das Hammermassaker. Oh, schon. Dass das durchaus sein kann. Klebestreifen, Nektar der Götter. So, da kommen doch schon mal zwei zurück. Gesund. Strahlungsimmun. Und die anderen beiden kommen auch zurück. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das gedacht, Freunde. Das ist ja spitzenmäßig. Scheibenkleister. Alle weiß ich nicht. Das wird jetzt schwierig mit Duschen und so. Alle drei kann ich nicht davon abhalten. Das ist ja... Micromanagement, das übersteigt meine... Fähigkeiten. Oh. Okay. Aber immer noch 70 Slots frei. Tja, was machen wir denn mit ihr mal? Erstmal hier hin, Anzug zurücklegen. Hörten die einen Anzug an? Verstehe ich nicht. Ja, die geht schlafen, das ist okay. Mhm. Und die Nahrungsmittel gehen nicht mehr, aber drei Stück ist verschmerzbar. Kein Problem. Ich überlege ja, ob wir jetzt mal schnell Objekt fertigen, hier eine schöne Luxusdusche uns hier nochmal hinpacken. Aber das wird schwierig, ne? Oh, Freunde. Komm mal her. Eine effiziente Dusche. Zack. So, Kapazität des Nahrungslagers erreicht. Ich weiß. Lumi geht mal hier hin. Was macht sie denn? Wir könnten die natürlich auch einfach vom Auto befreien. Und zwar vielleicht sogar, bevor wir die auf Expedition schicken. Das... wäre auch eine Option, ehrlich gesagt. Und zwar keine schlechte. Hm. Dann spart man sich dieses... dieses Hin- und Hergelaufe. Okay, jetzt wird erstmal geduscht. Sie ist traumatisiert, sie ist gestresst, aber wir haben es zumindest halbwegs geschafft und Lisa wäre theoretisch wieder bereit für neue Abenteuer. Ein bisschen Stärke wäre schon ganz cool noch. So, und damit uns das Ding hier nicht verdreckt, wird natürlich auch der Schutzraum gereinigt. So, der träumt von der Dusche, die träumt von Essen hier, da oben. Und wir fangen ein schönes Tier. Ich danke dir. Jung, sehr gut. Und wir wollten hier natürlich auch mal die Ausbeute einsammeln und Objekte recyceln. Und zwar werden wir das so machen, dass wir jetzt das Holz mal reinhauen. 16 Holz in 4 Minuten. Spitzenmäßig. Und Dorothea kann gleich duschen gehen. Sehr gut. Das geht nämlich auch schneller, glaube ich, oder? Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das schneller geht. Mit der guten Dusche, so. Okay. Hier oben wird gleich aufgewacht und geduscht, bitte. Du gehst duschen, bevor du was essen gehst. Ah, nee, Stephanie muss gar nicht duschen. Nee, die kann essen. Ah, alles gut. Sind alle frisch geduscht? Nein, Gregory. Wo ist, Gregory schläft noch. Okay. Der kann mal als nächstes hier hochgehen. Er hat ja fast ausgeschlafen, das ist okay. Und dann kann der auch die Multifunktionsdusche hier benutzen, bitte. Hat sich da oben nochmal hingelegt, das ist ja verrückt. Das ist ja geil. Hier oben nochmal schnell. Was soll denn der Quatsch?
Ach, Quatsch. Ach, sorry, Leute. Oh. Alles gut. Ich dachte, jetzt war ich völlig verwirrt. Das Ding wird zerlegt, bitte. Also wenn zu viele im Bunker sind, ist ja furchtbar. Das ist ja gar nicht schön. So, ach du Scheiße, jetzt fehlen uns da noch 10 Rohr oder was? Keine Rohre mehr. Das gibt es doch nicht. So ein Mister hoch. Du haben wir aber nicht gewettet. Aber die Dekontamination, das machen wir nochmal, oder? Das ist hier mit der Luxus, mit der effizienten Toilette. Braucht auch Rohr, aber nicht so viel. Ein bisschen Holz. Dann hauen wir die hier erstmal hin. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Kommt die Behelfstoilette weg. Zeit wird's mal, oder? Nach 50 Tagen. Das war auch mal die Notdurft. Bisschen schick verrichten können. So, er ist ausgehungert. So, das habe ich mir gedacht. Ist aber kein Problem. So, jetzt müssen wir hier wieder mühsam uns die Sandra auswählen. Zum Reparieren. Und er wird das Ding mal zerlegen. Ist gerade jemand drauf, wa? Naja, hier wird geputzt, das ist gut. Und hier wird erstmal repariert. Und dann gibt es gleich Essen für Fury als nächstes. Füttern. Oh, es regnet. Na, bloß gut. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. 2 Metall. Cool eigentlich. Dann können wir die Effizienz noch steigern, Freunde. Fände ich eigentlich nice, wenn wir das beides machen würden. So, das Ding wird zerlegt. Kommt die Toilette dahin. Da haben wir noch Platz für eine zweite Dusche. Lumi wird nochmal ein bisschen trainieren. Und die Cynthia eigentlich auch. Eigentlich auch. Wir gucken mal, ob das geht, wenn wir sie beide gleichzeitig ranschicken. Das funktioniert nicht mehr. Es funktioniert. Den hatten wir doch schon mal probiert, Mensch. Also weißt du wirklich... So, Schutzraum umgestalten. Die Toilette soll mal hier hin. Weil hier ja noch eine zweite Dusche hin soll. Jetzt haben wir wieder nicht aufgepasst und haben den Zeitpunkt hier verpasst, das Ding zu reparieren. Okay, Cynthia hat erhöht Geschick. Und wir müssen auf jeden Fall, so viel ist sicher, nochmal... Lumi, dann hauen wir den Gregory nochmal ein bisschen hoch. Nochmal wieder auf Expedition gehen. Das nützt ja mal alles nix. So. Dann langweilen die sich hier ein bisschen, glaube ich. Ansonsten, wie sieht's aus? Gefrierschrank könnten wir mal wieder, den Ofen und hier müssen wir auch mal nachfüllen, reparieren. Je mehr Leute, desto schlimmer wird das hier alles. Desto schneller der Verbrauch der ganzen Gegenstände. So, Wasser ist voll. Ja, ist die Frage, ob wir noch so ein Ding bauen oder lieber da oben unseren Wasserfilter aufrüsten. Ist das eigentlich besser, ne? Theoretisch jedenfalls, wenn wir es denn könnten. Können wir aber nicht. Jetzt kommt ein Hase. Schade eigentlich. Okay, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Bunker ist ganz schön voll. Zeit für eine Expedition. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.